Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich über den Tablet-Modus im Windows 10 Betriebssystem sprechen, warum er benötigt wird, wie er aktiviert, konfiguriert und deaktiviert wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Microsoft hat beschlossen, das Windows-Betriebssystem zu vereinheitlichen und auf verschiedene Gerätentypen anzuwenden. Zu diesem Zweck wurde dem Betriebssystem die Funktion Tablet-Modus hinzugefügt. Dieser Modus hat Windows universell gemacht. Die Funktion ändert die Betriebssystemschnittstelle abhängig vom Gerätentyp, auf dem sie installiert ist. Dank dieser Funktion kann Windows nicht nur auf PCs und Laptops, sondern auch auf Touchscreens, Tablets, Smartphones, auf Handy-Laptops mit Touchscreen verwendet werden. Und die Verwendung auf solchen Geräten wird wesentlich komfortabler. Diese Funktion optimiert das Gerät automatisch mit Berührungseingabe, vereinfacht das Menü und versetzt die Systemschnittstelle in den Vollbildmodus, zeigt Anwendungsfenster im Vollbildmodus an und verkleinert die Größe der Steuerungssymbole. Warum wird es gebraucht? Wenn Sie das Betriebssystem Windows 8 verwendet haben, haben Sie festgestellt, dass die Benutzeroberfläche für Touchgeräte praktischer ist. Daher haben die Microsoft-Entwickler des Betriebssystems Windows 10 dieses Problem behoben, indem sie den Tablet-Modus eingeführt haben, eine duale adaptive Funktion, die die installierten Geräte erkennt und die Schnittstelle zwischen dem normalen Desktop-Modus und dem Tablet-Modus unter Verwendung der besten Optionen automatisch ändert. Schnittstelle in jeder spezifischen Situation. In diesem Modus können Sie das Gerät je nach Typ komfortabel verwenden. Im Tablet-Modus wechseln alle Anwendungen, die Sie öffnen, einschließlich des Startbildschirms, automatisch in den Vollbildmodus. Aus diesem Grund wird Ihr gewöhnlicher Desktop nicht angezeigt, Sie können jedoch über die Explorer-Dateien darauf zugreifen. Wie Sie in der Taskleiste bemerkt haben, gibt es jetzt eine Schaltfläche in Form eines Zurückpfeils neben der Startschaltfläche und Sie sehen auch, dass die Verknüpfungen, die sich auf Ihrem Desktop befanden, verschwunden sind. Wie Sie sehen, eignet sich eine solche Oberfläche besser für Touchgeräte. Die Schaltflächen sind größer, die Schaltfläche zurück wird hinzugefügt, die in der Taskleiste festgelegten Symbole werden ausgeblendet und bei Verwendung des Geräts mit Toucheingabe wird bei jeder Auswahl eines Textes eine Bildschirmtastatur angezeigt. Der Tablet-Modus kann auch auf Geräten verwendet werden, die keine Tastatureingabe mit derselben Maus und Tastatur haben. Sie fragen, warum das notwendig ist. Große Kachelansicht und Schaltflächen sowie eine vereinfachte Benutzeroberfläche können einigen Benutzern das Navigieren im Bereich des Betriebssystems erleichtern, insbesondere älteren oder unsicheren Computernutzern. Wie wird das aktiviert und deaktiviert? Um den Tablet-Modus zu aktivieren, klicken Sie in der Taskleiste auf die Schaltfläche Benachrichtigungscenter. Im draufhin geöffneten Seitenmenü wird Tablet-Modus angezeigt. Nachdem Sie drauf geklickt haben, wird es sofort aktiviert. Wie Sie sehen, hat sich der Desktop sofort geändert. Um es auszuschalten, müssen Sie dieselben Schritte wiederholen und der Desktop kehrt zu seiner ursprünglichen Form zurück. Wenn Sie beim Öffnen des Benachrichtigungs- und Aktionscenters den Tablet-Modus nicht in der Liste sehen, können Sie ihn folgendermaßen hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
Einstellungen, wählen Sie den Abschnitt System. Klicken Sie im folgenden Fenster Benachrichtigungen und Aktionen und hier im Abschnitt Schnellaktionen auf Schnellaktionen bearbeiten. Hier können Sie die Anzeige des Symbols im Benachrichtigungsfenster aktivieren oder deaktivieren. Klicken Sie auf Hinzufügen und Sie sehen Tablet-Modus. Schalten Sie es ein und verschieben Sie das Funktionssymbol an eine für Sie geeignete Stelle. Danach erscheint es im Benachrichtigungsfenster und wird immer angezeigt, wenn dieses Fenster geöffnet wird. Einstellungen der Optionen für den Tablet-Modus. Um den Tablet-Modus zu konfigurieren, öffnen Sie Einstellungen, System und wählen Sie Tablet-Modus aus der Liste. Hier können Sie einstellen, wie der Modus beim Aufrufen des Systems verwendet wird. Wenn Sie Tablet-Modus verwenden auswählen, wird Ihr Computer in diesem Modus gestartet. Mit Desktop-Modus verwenden wird er im Standard-Desktop-Modus gestartet. Und mit für das Gerät geeigneten Modus verwenden, je nachdem welches Gerät beim Aufrufen verwendet wird, der Tablet-Modus oder der Desktop-Modus wird automatisch ausgewählt. Die ausgewählten Einstellungen werden beim nächsten Anmelden übernommen. Mit der folgenden Einstellungen können Sie konfigurieren, wann das Gerät diesen Modus automatisch einschaltet. Drei Optionen werden hier ebenfalls vorgestellt. Bitte nicht um Erlaubnis und wechsle nicht den Modus. Nichts wird passieren und der Computer bleibt im Desktop-Modus. Fragen Sie immer um Erlaubnis, bevor Sie den Modus wechseln. Vor dem Einschalten des Modus wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Nicht um Erlaubnis bitten, immer den Modus wechseln. Der Computer wechselt automatisch in den Tablet-Modus, ohne dass eine zusätzliche Aufforderung vorliegt. Es besteht auch die Möglichkeit, die Anzeige von Symbolen in der Taskleiste im Tablet-Modus zu aktivieren. Es werden auch Symbole in der Taskleiste angezeigt und auch eine Aktion mit der Taskleiste im Tablet-Modus automatisch ausgeblendet wird. Dieselben Einstellungen können einfach durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste und Setzen der entsprechenden Markierungen aktiviert werden. Über die Schaltfläche Taskleistenansicht wird eine Liste aller laufenden Anwendungen geöffnet, um einen schnellen Übergang zwischen ihnen zu ermöglichen. Hier im Kachelfenster befindet sich eine Schaltfläche aller Anwendungen, auf der eine Liste der Computeranwendungen angezeigt wird. Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken und auf dem Startbildschirm Sperren auswählen, wird dies auf dem Kachelbildschirm angezeigt. Die Kacheln sind hier in Gruppen unterteilt, in denen Sie den Namen jeder Kachel einfach durch Eingabe in dieses Feld angeben können. Und indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Kachelansicht klicken, können Sie sie entfernen und die Größe auf Klein oder Mittel einstellen. In der Registerkarte zusätzlich an der Taskleiste anheften. Die Kachelansicht wird an der Taskleiste fixiert, in einem neuen Fenster geöffnet. Die Anwendung wird in einem separaten Fenster geöffnet, als Administrator ausgeführt und zum Dateispeicherort geleitet. Wenn Sie die ausgeführte Anwendung an den Rand des Bildschirms verschieben, wird sie in Ihrem ausgewählten Bereich fixiert und es ist möglich, eine weitere Registerkarte in einem anderen Bereich des Bildschirms zu öffnen. Ziehen Sie zum Schließen nach unten und wählen Sie eine andere aus. Die Schaltfläche Startmenü in diesem Modus kehrt zum Startbildschirm zurück. Und das ist alles. Abonnieren Sie unseren Kanal, Daumen hoch, stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.